Hallo, herzlich willkommen zum ersten Bundesstadtkomm-Interview zu den OB-Wahlen, die am 13. September hier in Bonn anstehen werden. Wir freuen uns schon sehr, einige Interviews jetzt führen zu dürfen. Wir haben Interviews mit allen wichtigen Kandidaten und auch hoffentlich allen Kandidaten, die noch kommen werden. Bevor wir gleich loslegen, inhaltlich noch kurz die Aufforderung, beteiligt euch. Wir freuen uns, wenn ihr mitmacht, wenn ihr im Chat Fragen stellt. Wir senden live bei YouTube und Facebook. Das heißt, bei Facebook könnt ihr die Kommentarfunktion nutzen, bei YouTube auch. Falls ihr uns gerade über die Webseite Bundesstadtkomm zuseht, müsst ihr nochmal kurz oben auf den Titel klicken, um direkt zu YouTube zu kommen. Dann könnt ihr euch auch im Chat beteiligen. Und wir werden jeden Kommentar, der nicht beleidigend ist, werden wir natürlich auch dann diskutieren, sobald er reinkommt. Ein paar Fragen haben wir vorab auch schon eingereicht bekommen. Bevor wir loslegen, mit wem redet ihr eigentlich? Mein Name ist Johannes Nierus, bin Redakteur, Chefredakteur bei Bundesstadtkomm und neben mir sitzt... Ich bin Ellen Junge und seit einem Jahr Community Managerin bei Bonn Digital. Wir sind heute nicht alleine hier. Genau, wir freuen uns, heute Katja Dörner bei uns zu Gast zu haben. Herzlich willkommen. Hallo, guten Abend. Hallo. Ich freue mich. Katja Dörner ist 44 Jahre alt. Sie hat Politikwissenschaft studiert und ist seit 2009 für die Grünen im Bundestag für Bonn. Und jetzt kandidiert sie für die OB-Wahl. Genau. Wir hatten schon vor 2 Jahren miteinander gesprochen bei Bundesstadtkomm. Da ging es um die Bundestagswahl. Sie sind wieder im Bundestag. Herzlichen Glückwunsch. Was zieht Sie jetzt wieder nach Bonn? Also sind eigentlich zwei Gründe, die mich bewogen haben, dieses Abenteuer OB-Kandidatur anzugehen. Das eine ist, dass ich tatsächlich als Bundestagsabgeordnete die letzten Jahre viel in unserer Stadt unterwegs gewesen bin und gemerkt habe, wie viel Innovation, wie viele gute Ideen, auch wie viel ehrenamtliches Engagement in dieser Stadt steckt und wie wenig davon eigentlich zum Tragen kommt. Und das hat mich in den letzten Jahren zunehmend geärgert. Ja, und dazu ist auch die Erkenntnis gekommen in den letzten Jahren, dass natürlich die Bundesebene die Ebene ist, wo die ganze Rahmengesetzgebung gemacht wird. Und das ist natürlich extrem wichtig. Aber ob so wichtige Vorhaben wie, ich sag mal, beispielsweise die Verkehrswende, die uns Grünen ja sehr am Herzen liegt, ja, ob die gelingen kann, die entscheidet letztlich nicht, das entscheidet sich letztlich nicht in Berlin, sondern das entscheidet sich hier vor Ort. Und das waren eigentlich so die beiden Beweggründe, dass ich vor rund 2 Jahren ja immer ernsthafter begonnen habe, mich mit dem Gedanken zu beschäftigen, ob ich es nicht einfach selber mache. Und was passiert, wenn Sie wieder warten, doch nicht Oberbürgermeisterin werden? Gehen Sie dann zurück im Bundestag? Ja, ich bin ja gewählt bis 2021 und dann würde ich ab Oktober meine ganz normale Abgeordnetenarbeit natürlich weitermachen. Ganz normale Abgeordnetenarbeit. Also gut. Wir wollen heute über einige Themen sprechen. Wir fangen mal an mit dem Thema Digitalisierung, weil das auch ein ziemlich bonnahes Thema ist. Jedenfalls war es in den letzten 5 Jahren. Amtsvorgänger dann hat vieles im Bereich Digitalisierung bewegt. Er hat zum Beispiel einen Chief Digital Officer angestellt. Finden Sie das eine gute Idee? Hat sich das bewährt? Also ich finde, dass eigentlich in den letzten Jahren im Bereich Digitalisierung zu wenig passiert ist. Es sind so einzelne gute Impulse gesetzt worden in der Stadtpolitik, durchaus auch in der Verwaltung.
Ich finde aber insbesondere in der Stadtverwaltung gibt es viel zu wenig Vernetzung zwischen den einzelnen Dezernaten, was Digitalisierung angeht. Und deshalb ist meine Vorstellung, dass man nach der Ratswahl eine Art Taskforce einrichtet, also eine Stabsstelle Digitalisierung, die direkt bei der Oberbürgermeisterin angesiedelt sein soll, die eben kein eigenes Dezernat ist. Das war in meiner Partei auch eine Diskussion, ob man eigentlich ein Digitalisierungsdezernat braucht. Das halte ich nicht so für hilfreich, auch vor dem Hintergrund meiner Erfahrung mit Ministerien im Bundestag und mit Ämtern in der Stadtverwaltung, sondern man braucht eine zentral angesiedelte Institution, die auch personell gut ausgestattet ist und die sozusagen eine horizontale Vernetzung zwischen den einzelnen Dezernaten hinbekommt. Und das wäre für mich jenseits der Frage eines Officers ja auf alle Fälle eine Aufwertung dieser Aufgabe in der Stadtverwaltung und würde, glaube ich, der Bedeutung von Digitalisierung viel mehr Rechnung tragen. Mit welchem Ziel denn auch? Also gute Position, ja, verstanden. Aber was ist eigentlich das Ziel dieser ganzen Digitalisierung? Was möchten Sie denn gerne weiter digitalisieren? Also insbesondere die Angebote der Stadtverwaltung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber die Effizienz der Arbeit in den einzelnen Dezernaten und in den einzelnen Ämtern selbst. Ich kann vielleicht mal ein ganz konkretes Beispiel erzählen. Ich hatte das Pech, wegen Corona in Quarantäne zu sein, ganz am Anfang dieser Corona-Pandemie. Und das Gesundheitsamt war wirklich total großartig. Ganz, ganz tolle Leute, mit denen ich da zu tun gehabt habe, die sich ein Bein ausgerissen haben. Allerdings habe ich dreimal meine komplette Vorgeschichte, ja, mit dieser eventuellen Infektion an drei unterschiedliche Leute berichtet. Und es war offensichtlich ja keine Vernetzung zwischen den einzelnen Personen. Es gab nichts wie so eine Art Akte, digitale Akte an dem Punkt. Und da habe ich wirklich gedacht, das kann jetzt einfach nicht wahr sein. Die haben unter so viel Druck gearbeitet und hatten so viel zu tun und es war so ineffizient, das dreimal zu berichten. Und das ist, finde ich, so ein Mosaikbaustein, aber so was ganz Konkretes, wo ich denke, da müssen die Ämter anders aufgestellt sein, auch im Sinne der Personen, die da tätig sind, weil das einfach eine deutliche Arbeitserleichterung ist. Aber unterschätzen Sie die Beharrungskräfte in den Dezernaten? Also was ich so gehört habe, scheitert es ja nicht daran, dass man die Digitalisierung möchte in den Behörden, sondern eher, dass man dafür Prozesse ändern müsste. Ja, aber da wird man in den nächsten Jahren überhaupt nicht drum rumkommen, Prozesse zu ändern. Meine Wahrnehmung ist auch, dass es dafür bei den Mitarbeitenden in den Ämtern sehr viel Offenheit gibt. Also ich habe nicht den Eindruck, dass da kein Interesse besteht. Ich glaube, man muss die Leute mitnehmen. Man muss natürlich auch adäquate Fort- und Weiterbildungsangebote machen. Aber wenn man Menschen auch überzeugt, dass man mit digitalen Tools einfach besser arbeiten kann und effizienter arbeiten kann, dann glaube ich, dann kann man das auf ein gutes Gleis setzen. Mitten in der Corona-Pandemie, wenn sowieso alle im Anschlag arbeiten, noch Überzeugungsarbeit leisten, neue Prozesse sich einzugewöhnen. Ja, das müssen wir in ganz vielen Bereichen. Entschuldigung, auch wenn ich immer weiter frage. Digitalisierung ist mir auch eine Herzensangelegenheit. Wir haben ein wunderbares Digital Hub in Bonn, wie ich finde. Das wird momentan auch noch finanziert im Förderprogramm des Landes. Wie wertvoll finden Sie das für Bonn? Also ich finde das für Bonn sehr wertvoll. Ich habe das auch einige Male besucht, habe da einige Veranstaltungen gemacht, kenne auch eine ganze Reihe von Leuten, die da unterschiedlichen Tätigkeiten nachgehen. Und das muss für Bonn natürlich erhalten bleiben. Und eigentlich brauchen wir mehr solcher Strukturen. Ja, auch in Kombination mit Coworking Spaces beispielsweise.
Ja, das ist für eine internationale Stadt auch, ja, wie wir ja auch sein wollen und ja auch sind, ja, mit dem Anliegen, ja auch Start-up-Gründungen beispielsweise noch besser zu ermöglichen, brauchen wir auf alle Fälle so eine Infrastruktur. Das ist auch so ein Punkt, also der mich sehr motiviert, auch als Oberbürgermeisterin da neue Akzente zu setzen, weil ich aus anderen Städten auch kenne, dass beispielsweise die Ausgründung, Startup-Ausgründungen aus dem universitären oder aus dem Hochschulbereich auch deutlich besser funktioniert als in Bonn. Und das hat aus meiner Sicht eben auch was mit der fehlenden Infrastruktur für junge Gründerinnen und Gründer zu tun. Da ist der Digital Hub total gut und total wichtig, aber ich finde, als Stadt haben wir da deutlich Luft nach oben. Ja, und glauben Sie, es liegt einfach nur an der fehlenden Infrastruktur und nicht vielleicht auch an der Attraktivität einer Stadt wie Bonn im Vergleich zum nahen Köln oder vielleicht auch Berlin? Als Startup-Gründer ist man ja vielleicht doch eher Berlin-orientiert. Also ich glaube schon, dass Bonn für bestimmte Cluster auch einen besonderen Mehrwert hat, ja. Also gerade mit Blick auf das Internationale, ja, mit Blick auf die Wissenschaftscommunity, die wir in Bonn haben, aber beispielsweise auch die ganze Frage Cybersecurity, die Weiterentwicklung von Bonn in diesem Cluster Cybersecurity wird ja auch, wie ich finde, zu Recht ja vorangetrieben, und gerade in dem Kontext ist mir bekannt, dass es sehr viele Ausgründungen und Startups gibt, und warum soll da Bonn nicht attraktiv sein? Ja, also die Cyberagentur, die ist ja schon mal nach Halle gegangen. Genau, das war auch richtig schlecht. Da hätte ich mir auch mehr Engagement der Stadtverwaltung und des derzeitigen Oberbürgermeisters dafür gewünscht, dass das nach Bonn kommt. Weil das hätte nach Bonn gepasst, wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge, ja, angesichts der Entwicklungen in den letzten Jahren mit dem BSI und mit anderen Strukturen, die wir in Bonn haben. Es hat leider nicht geklappt. Das stimmt. Wir haben eine Frage, die bezieht sich noch auf die Diskussion um Digitalisierung der Verwaltung. Warum sollte die mit Ihnen gelingen, wenn sie mit einem Verwaltungsexperten wie dem jetzigen OB nicht gelungen ist? Also ich glaube nicht, dass die Frage von Verwaltungsexpertise da die ausschlaggebende Frage ist. Ich glaube, es ist eine Frage von, mit welcher Werbe man sich ein Thema zu eigen macht. Es ist auch die Frage, wo man beispielsweise eine bestimmte Aufgabe in einer Stadtverwaltung ansiedelt. Deshalb habe ich ja für diese Stabsstelle plädiert, die eben unmittelbar bei der Oberbürgermeisterin angesiedelt ist, so wie beispielsweise die Stabsstelle Integration. Also wir hätten dann zwei Stabsstellen unmittelbar ja auf der Führungsebene der Stadt. Und ich glaube, es ist auch eine Frage von Vernetzung und Beratung. Also mit wem entwickle ich meine Konzepte, von wem lasse ich mich da beraten? Und ich glaube, dass ich da einfach auch andere und auch nochmal neue Ideen habe, wo ich mir zutraue, ja, diese Thematik in der Stadt noch besser und auch breiter zu verankern als in den letzten Jahren. Und wie können Sie dann für die Stadtverwaltung, gerade zum Beispiel für die neue Stabsstelle, junge Leute anwerben, dass es auch attraktiv für die ist, bei der Stadtverwaltung zu arbeiten, weil da gibt's auch ja Nachwuchsprobleme, denke ich. Das stimmt. Wir haben immer den Nachteil als Stadtverwaltung, dass wir ja in der Regel nicht beispielsweise so bezahlen können wie große Tech-Unternehmen beispielsweise. Ich glaube, man muss das dadurch attraktiv machen, dass man den Leuten deutlich macht, dass sie da wirklich richtig unmittelbar auch was bewegen können, dass man ein Arbeitsumfeld schafft, das einfach Lust und Spaß macht, ja, da tätig zu sein. Und das hat sicher viel mit der Frage zu tun, welche Handlungsoptionen hat man selber? Ja, ist das jetzt eine hierarchische Stadtverwaltung?
Oder ist es eher ja ein eigener Innovationscenter? Und so würde ich mir die Stabsstelle eher vorstellen als eine klassische Behördenstruktur. Und dann glaube ich, dass man Leute auch gewinnen kann und gerade junge Menschen gewinnen kann, wenn sie halt merken, sie haben selber Handlungsoptionen, können selber was entscheiden und können selber in einem innovativen Kontext was voranbringen. Da muss man andere attraktive Dinge schaffen, wenn man es nicht mit reinem Geld sozusagen ausstatten kann. Wäre die App, die Sie starten möchten, um eben sämtliche Behördengänge online erledigen zu können, dann auch Teil der Stabsstelle als Aufgabe? Oder wie würde das entwickelt werden und von wem und wie entsteht das? Also sowas würde sicher eine Stadtverwaltung nicht selber entwickeln. Das wäre auch nicht meine Vorstellung von der Aufgabe der Stabsstelle, dass sie selber eine App entwickelt, sondern das würden wir vergeben, ja, und entwickeln lassen. Und es wäre Aufgabe der Stabsstelle, die Entwicklung zu begleiten, die Vorgaben zu machen, wie sowas funktionieren soll und das dann halt zur Anwendung zu bringen. Aber das wäre nicht meine Vorstellung, dass die Stadtverwaltung auch nicht die Stabsstelle sowas selber entwickelt. Das ist sicher nicht leistbar. Okay. Muss sie auch nicht. Entschuldigung? Nee, sorry. Ich sagte, das muss sie ja auch nicht selber entwickeln. Das ist immer der Anfang einer großen Katastrophe, wenn man denkt, man könnte alles selbst. Genau. Apropos, Bonn hat mal gedacht, Fahrradhauptstadt 2020 zu werden. Auf welches Jahr ist das verlegt worden? Fangfrage. Ich lege mich nicht fest auf, welches Jahr das verlegt worden ist. Und ich finde, dass jetzt gerade in den letzten ein, zwei Jahren eine ganze Reihe von wichtigen Schritten vorangekommen sind. Aber dass wir beispielsweise 8 Jahre brauchen, oder 8 Jahre ist jetzt ein bisschen zugespitzt, ja, aber viel zu lange, um ein Verleihsystem zu etablieren, während alle anderen Städte um uns herum ja funktionierende Fahrradverleihsysteme hatten, nur Bonn nicht. Ja, das macht einen natürlich. Wir haben verschiedene E-Scooter-Anbieter. Ja, das macht einen schon fassungslos. So, und für mich ist total zentral, dass wir in den nächsten Jahren eine andere Perspektive in der Verkehrspolitik bekommen. Wir haben immer noch die Perspektive aufs Auto. Ja, alles, was verkehrspolitisch entschieden wird, was geplant wird, was neu aufs Gleis gesetzt wird, orientiert sich am Auto und alles andere wird, wenn es gut läuft, irgendwie mitgedacht. Und da brauchen wir einen Switch, dass wir die Verkehrsträger in den Mittelpunkt aller Planungen stellen, die eben keinen Stau produzieren, die das Klima nicht belasten, die keinen Lärm machen, die die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt nicht negativ beeinflussen. Und ich glaube, das ist eigentlich der zentrale Punkt, ja, dass wir in unserer Verkehrsplanung, in unserer Herangehensweise, auch in unseren Köpfen, ja, da einen Schalter umlegen und sagen, wir orientieren uns nicht mehr am Auto. Und dann kommen eben solche Fragen wie, wir brauchen ein durchgehendes Fahrrad, ein Radverkehrsnetz, das eben alle Richtungen der Stadt optimal miteinander verbindet beispielsweise. Jetzt sind Sie ja nicht neu im Stadtrat, sondern koalieren ja schon lange Zeit mit verschiedenen Koalitionen und reden schon viele, viele Jahre über Verkehrskonzepte und wie wichtig der Ausbau des Radwegenetzes ist. Warum sollte sich denn das in den kommenden 5 Jahren ändern? Also warum sollte das so viel besser werden? Also zum einen hat der Stadtrat eine ganze Reihe von guten Entscheidungen getroffen. Ja, auch mit Blick auf Radverkehr. Ja, vieles davon, ja, ich sage auch mal Stichwort Fahrradhauptstadt, haben Sie ja schon angesprochen, ist von der Stadtverwaltung überhaupt nicht umgesetzt worden und nicht mit Nachdruck verfolgt worden. Und ich setze darauf, dass mit einer grünen Oberbürgermeisterin natürlich andere Fragestellungen in dieser Stadt auch eine Priorität bekommen.
die sie halt vorher nicht hatten. Das ist natürlich auch eine politische Frage. Und ich setze auch darauf, dass die grüne Stadtratsfraktion die stärkste Fraktion im Rat wird. Und dann hat man natürlich auch andere Möglichkeiten, mit anderen Fraktionen zu verhandeln. Und dass eine Jamaika-Mehrheit für eine am Fahrrad und ÖPNV und insgesamt an einer innovativen Mobilitätspolitik interessierten Politik sozusagen nicht die optimalste Kombination ist. Also ich finde, das liegt ziemlich auf der Hand. Ja, und wenn es jetzt doch wieder eine ähnliche Koalition nötig wird nach der Wahl, und dann hören Sie von Ihrem Koalitionspartner, wir müssen auch dem Auto attraktive Möglichkeiten geben. Wir haben hier in der Innenstadt ganz viele Kunden, die von weit außerhalb herkommen. Die müssen parken können, die müssen zu den Geschäften fahren können. Wie sollen wir das machen, wenn der Cityring gekappt wird? Was entgegnen Sie da? Naja, vielleicht nehme ich die als allererstes mal mit auf eine Exkursion und Bildungsreise nach Kopenhagen, Amsterdam oder Utrecht, vielleicht auch einfach nur nach Münster, um einfach zu zeigen, ja, dass diese These, dass weniger Autos in der Innenstadt zu Verlusten für den Einzelhandel führen, halt einfach nicht stimmt. Also alle Städte, in denen sowas nach vorne gebracht worden ist, dokumentieren das Gegenteil. Und ich glaube, dass wir dieser Art von Mobilität in unserer Stadt erfahrbar machen müssen. Also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wir Modelle starten, bestimmte Bereiche in der Stadt in einer engen, also in einem engen Austausch mit den Anwohnerinnen und Anwohnern autofrei zu machen für eine bestimmte Phase und dann auszuwerten und zu gucken, ja, wie hat das funktioniert? Weil auch das, ja, zeigen viele Beispiele aus dem europäischen Ausland, dass zu Beginn von autofreien Zonen die Menschen sehr skeptisch waren. Und wenn man sie dann nach einem Jahr gefragt hat, ja, was haltet ihr jetzt davon, dass die überwiegende Mehrheit ja auf keinen Fall wieder zurückdrehen wollte. Und deshalb setze ich sehr darauf, ja, sowas überhaupt mal den Menschen erfahrbar zu machen. Und dann kommen wir, glaube ich, also gut nach vorne. Vorbild Münster. Bonn soll wie Münster werden? Habe ich das richtig verstanden? Also zumindest im sogenannten Model Split, also dem Anteil der unterschiedlichen Verkehrsträger im innerstädtischen Bereich, sollten wir Münster nacheifern. Nageln Sie mich jetzt nicht total auf die Prozentzahl fest, ja, aber Bonn hat immer noch 47% Autos und motorisierten Individualverkehr und Münster nur noch 27%. Und wenn wir das in 5 Jahren geschafft haben, dann ist das schon ein ziemlicher Erfolg. Ja, Sie wollen ja eine neue Brücke bauen, die eben für Fußgängerinnen und Fahrradfahrerinnen da ist. Aber man könnte ja auch dann sagen, man sperrt die Kennedy-Brücke für motorisierten Individualverkehr. Und was ist der Grund für noch eine Brücke und nicht eine Sperren? Also ich glaube, dass tatsächlich angesichts der Tatsache, dass wir nur die 3 Brücken haben und die im Norden und im Süden ja auch sehr stark belastet sind, das tatsächlich schwierig würde. Also die Kennedy-Brücke komplett autofrei zu machen. Also zumindest mal absehbar wäre das jetzt kein Projekt, mit dem ich starten würde. Und weil man leitet damit ja auch total den Verkehr direkt in die Stadt, in die Innenstadt rein, die man ja eigentlich irgendwie autofrei haben möchte jetzt in ihrem Projekt. Ja, aber es gibt sicher viele Varianten, ja, insbesondere auch im Kontext vom Bertha-von-Suttner-Platz, ja, wie man den Autoverkehr auch da reduzieren kann, ja, also beispielsweise mit einer neuen Umweltspur, beispielsweise für den ÖPNV. Also den ÖPNV müssen wir ja auch mitdenken, ja, und also ich finde die
Idee, eine eigene Brücke zu bauen, insbesondere da auf der Ebene von der zweiten Fährgasse, ja, zwischen Beuel und der Bonner Seite, sehr attraktiv, ja, weil ich von vielen Leuten höre, die im Beueler Bereich wohnen und dann Richtung Rheinaue arbeiten, und das sind ja wirklich sehr viele, dass sie sich vorstellen könnten, dann mit dem Fahrrad beispielsweise zu fahren, was sie heute noch nicht machen. Und so ein attraktives Angebot, ja, aufs Fahrrad umzusteigen, sollte die Stadt Bonn auf alle Fälle machen. Und für die sowieso mit dem Fahrrad fahren, ist es natürlich auch viel attraktiver. Also es klingt alles sehr einfach, wenn Sie sagen, lassen Sie uns mal eine Brücke bauen. So einfach ist das nicht. Sie können nicht einfach eine Brücke über den Rhein bauen, eine Bundesverkehrsstraße. Nettes Angebot, aber realistisch, glaube ich, nicht in Ihrer Amtszeit machbar. Doch, ganz klar. Ich denke, wie lange es gedauert hat, eine Autobrücke bei Wesselingen überhaupt erstmal in den Bundesverkehrswegeplan aufnehmen zu lassen. Ja, aber die Brücke muss ja nicht in Bundesverkehrswegeplan. Ja, bringen Sie mich gerne weiter. Also wie wird das dann ablaufen? Also das Gute ist ja schon mal, dass der Stadtrat ja schon mal einen Grundsatzbeschluss für diese Brücke gefasst hat. Also der hat ja im Frühjahr schon beschlossen, wir wollen diese Brücke. Und was ich sehr gut finde, das war ja auch interfraktionell. Und jetzt muss die Stadt und das Stadtplanungsamt da schnell hinterher sein, eben auch entsprechende Planungen vorzulegen. Und also ich sehe jetzt bei dieser Brücke in keinster Weise die Problematik, die sich beispielsweise bei einer Autobahnbrücke ergibt, die ja unter anderem ja auch deshalb sehr umstritten ist, weil sie im Fauna- und Flora-Habitat, also wo man ganz viele Umweltgutachten etc. machen muss. Und da gibt es eben für unsere geplante Hürde deutlich weniger Hürden. Deshalb teile ich Ihre These nicht, ja, dass eine solche Brücke nicht in den nächsten 5 Jahren da auch etabliert werden könnte. Das nehme ich schon mal als Wahlversprechen. Ich muss noch mal kurz den Bogen schlagen, auch aufgrund zweier Rückfragen, die im Chat kommen. Es ist klar, wenn wir Grün wählen, dann ist das schon sehr klar auf andere Verkehrsarten ausgerichtet, als momentan Bonn kann. Bonn ist ja immer noch sehr autozentriert. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Aber wie wollen Sie denn die Koalition, die Sie vielleicht eingehen müssen, mitnehmen? Wie wollen Sie gegen die Lobby, ich zitiere jetzt die Lobby aus IHK und City Marketing, wie wollen Sie die gewinnen und in Ihre Verkehrswegetransformation einbeziehen? Damit verbunden war übrigens auch die Frage, schließt sich an die Koalition aus mit einer Partei, die ihre Konzepte nicht mitträgt? Mhm. Also ich glaube, dass man mit der IHK und auch City Marketing da in einen sehr engen Dialog gehen muss. Und meine Wahrnehmung ist übrigens, dass die in keinster Weise intern ein monolithischer Block sind, der sich komplett innovativer Verkehrspolitik verweigert. Und da würde ich tatsächlich genau auf das setzen, was ich eben gesagt habe, auch mit den Geschäftsführern von IHK, City Marketing oder dem Einzelhandelsverband, ja, mir genau angucken, ja, welche Projekte starte ich und wo kann das auch zu einem Mehrwert für den Einzelhandel führen. Also gerade was den Einzelhandel angeht, teile ich die Bedenken, die da vorgetragen werden, nicht, weil ich glaube, dass weniger Autoverkehr in der Innenstadt einen ganz wesentlichen Beitrag zu mehr Aufenthaltsqualität in der Innenstadt bringt. Und wir werden uns sowieso Gedanken darüber machen müssen, wie sollen die Innenstädte der Zukunft aussehen. Wir haben den Onlinehandel, der durch Corona immens zugenommen hat. Ja, wir haben den Einzelhandel in der Innenstadt. Ich sag mal, Karstadt ist ein trauriges Beispiel. Ja, dass sich die herkömmliche Art, auch Einzelhandel in der Innenstadt zu betreiben, massiv wandelt.
Ja, und deshalb glaube ich, dass die Frage von weniger Autos in der Innenstadt zentral sein wird, dafür die Innenstadt als qualitativen Lebensraum, ja, wo Menschen gerne hingehen und dann auch gerne einkaufen, dazu beitragen kann. Und ich bin optimistisch, den Einzelhandelsverband beispielsweise für solche Fragen gewinnen zu können. Jetzt war die zweite Frage nach, schließe ich irgendwelche Koalitionen aus? Das werde ich ja gerne gefragt, auch angesichts der Erfahrungen, die man in der Verkehrspolitik mit CDU und FDP macht, ja, und die ja nicht nur gut sind. Ich sag mal Stichwort Cityring, genau genommen meistens nicht gut sind. Ja, trotzdem würde ich aus ganz grundlegenden Erwägungen keine Koalition mit einer demokratischen Partei ausschließen, weil die Frage, welche Koalition möglich ist, entscheide nicht ich, ja, sondern die entscheidet die Wählerin und der Wähler am 13.09. Und deshalb ist es für mich wichtig, dass wir als Grüne eine möglichst starke Fraktion im Stadtrat werden, weil eine starke grüne Fraktion ist der Garant für eine Verkehrswende und die Art von Mobilität, die ich eben beschrieben habe. Und natürlich ist es immer inhaltlich leichter, mit bestimmten Parteien und Fraktionen, mit denen man sich programmatisch näher steht. Aber in der Demokratie, ja, muss man auch mit denen sprechen und gucken, ob man Kompromisse findet, die einem vielleicht programmatisch nicht so nahe stehen. Also für mich persönlich ist das wirklich ein Kern, ja, unseres demokratischen Systems, dass das auf Kompromiss beruht. Wenn das nicht mehr funktioniert, ja, dann gute Nacht. Mhm. Nochmal zurück zu Karstadt. Warum ist es traurig? Ist es nicht eigentlich eine Chance, irgendwie Innenstädte neu zu denken und gerade das ist eine Fläche von über 10.000 Quadratmetern, die da frei wird, dass man das irgendwie als Ort der Begegnung schaffen kann und nicht immer jetzt Innenstädte mit einem Shopping-Erlebnis verknüpfen muss in Zukunft, wo eh der Trend vielleicht weggeht von mehr Konsum, was ja eigentlich auch so die grüne Idee ist. Und wie können da Konzepte aussehen, um die Räume zu füllen mit Leuten? Also erstmal finde ich das traurig wegen den Beschäftigten, ja, und wegen den Menschen, die vielleicht jetzt nicht unmittelbar bei Karstadt selbst beschäftigt waren, aber in Unternehmen beschäftigt sind, die unmittelbar beispielsweise Karstadt beliefert haben etc. Ja, für die ist es jetzt eine existenzielle Situation, gerade auch angesichts von Corona. Ich habe mich selber mit dem Betriebsrat getroffen, ja, die mir auch geschildert haben, was das für einzelne ihrer Belegschaftsmitglieder halt bedeutet. Ja, und gerade in der Corona-Zeit, wo es ja auch nicht einfach sein wird, im Einzelhandel so schnell einen neuen Job zu bekommen, deshalb hat mich das betroffen gemacht, dass die Leute ihren Job verlieren. So, dass wir die Innenstädte anders aufstellen müssen, habe ich ja eben schon gesagt. Ja, ich glaube, dass wir im innerstädtischen Bereich einen ganz anderen Mix brauchen aus Einzelhandel, auch viel mehr Wohnen. Das finde ich auch gar nicht gut und sehr nachteilig, dass im innerstädtischen Bereich kaum noch jemand wohnt. Wenn man nachts durch die Poststraße geht oder über einen Münsterplatz oder einen Marktplatz, dann ist es ja, oder abends, ja, dann ist es ja weitgehend tot. Ja, deshalb würde ich auch darauf setzen, wieder mehr Wohnungen im innerstädtischen Bereich zu schaffen, Kultur beispielsweise, ja, gerade wenn man wieder mehr Raum hat, ist ja auch eine große Diskussion zwischen Kulturschaffenden oder zwischen Politik und Kulturschaffenden in unserer Stadt, dass Räumlichkeiten fehlen, sowohl Ateliers, ja, als auch Räume, in denen man Kunst zeigen kann, als auch Proberäume beispielsweise für Rockbands gibt es auch nicht, ja, die jetzt unbedingt im innerstädtischen Bereich richtig angesiedelt sind. Da mache ich mal ein Fragezeichen, ja, aber da brauchen wir auf alle Fälle neue
neue Konzepte. Ich habe jetzt, weil Sie Karstadt konkret angesprochen haben, einen sehr interessanten Vorschlag berichtet bekommen, ja, und beschäftige mich gerade damit, da so eine Art digitalen Bazar zu machen. Also sehr wohl noch Einzelhandel in Anführungszeichen, ja, aber eben mit einem ganz anderen innovativen Konzept, das eben stark auf Digitalisierung setzt. Sowas könnte ich mir an diesem Standort auch sehr gut vorstellen. Wenn wir gerade über Kultur geredet haben, Räume ist das eine. Wie sieht denn ein Konzept zur Kulturförderung ansonsten aus? Also zum einen haben wir in Bonn eine sehr vielfältige und divers aufgestellte Kulturszene. Natürlich mit den großen Häusern, die wir in Bonn haben. Aber meiner Wahrnehmung nach hat sich auch im Bereich Pop und Rock in den letzten Jahren auch noch mal einiges entwickelt in der Stadt. Und ich finde, die erste Aufgabe ist jetzt, das über Corona zu retten. Das hat mich in den letzten Wochen und Monaten sehr intensiv beschäftigt, also insbesondere die Situation von Kulturschaffenden, die quasi Solo-Selbstständige sind und denen unmittelbar alle Einnahmen weggebrochen sind. Da war ich froh, dass die Stadt erstmal einen Soli-Fonds aufgelegt hat. Da ist das Geld aber jetzt alles verausgabt. Sowas muss jetzt in den nächsten Monaten weiterlaufen, damit wir nicht, wenn wir denn endlich mal hoffentlich Corona hinter uns haben, uns umgucken und die halbe Kulturszene, die halben Kulturschaffenden sind irgendwie nicht mehr da. Also das finde ich jetzt erstmal so die unmittelbarste Aufgabe. So. Und dann perspektivisch brauchen wir ein Sanierungskonzept für unsere Hallen und Institutionen, Stichwort Theater in Bad Godesberg, ja, aber eben auch andere kleinere städtische Institutionen, und wir brauchen eine andere Förderung, insbesondere der freien Kunst- und Kulturszene. Die haben ja schon vor der Pandemie von der Hand in den Mund gelebt, sage ich jetzt mal so ein bisschen salopp. Ja, und das ist jetzt durch die Pandemie wie in so einem Brennglas nochmal besonders sichtbar geworden. Da brauchen wir eine längerfristige Finanzierung. Also ich möchte von dieser Projektitis, die es eben in dem Bereich gibt, auch weg, und ja, eine solidere Finanzierung, die auch verlässlicher ist für die Leute. Ich komme da sofort drauf zurück. Wir haben ja noch eine Frage, die ich auch sehr wichtig finde. Schaffen Sie es, die Klangwelle zurückzuholen? Ich glaube, es gibt kaum ein Symbol für ein Event, das mehr dafür steht, dass Bonn ein Problem hat mit Veranstaltungen, die in der Öffentlichkeit stattfinden. Ob ich das schaffe, die Klangwelle zurückzuholen, das kann ich nicht zusagen. Ja, meiner Wahrnehmung nach hat auch die derzeitige Stadtverwaltung sich sehr dafür engagiert, die zurückzuholen. Aber das Problem, das hinter der Frage liegt, ist natürlich total virulent. Ja, dass wir ein Klima in der Stadt schaffen müssen, das mehr Akzeptanz hat. Ja, für solche Veranstaltungen, und dass es halt klar ist, dass wenn man in der Stadt lebt, ja, man nicht in einem stillen Wattebausch sich dauerhaft bewegen kann, sondern dass eben auch Leben in der Stadt ist. Und ich glaube, dass wir da auch einen größeren Austausch brauchen mit der Bevölkerung in unserer Stadt. Ich habe vor einer ganzen Reihe von Jahren, ich glaube 3 Jahren, ja, schon mal vorgeschlagen, sowas zu machen wie einen runden Tisch Lärm, der eben explizit sich auch befassen sollte und beschäftigen sollte mit Lärm, in Anführungszeichen, der durch große Veranstaltungen im innerstädtischen Bereich besteht, um eben die unterschiedlichen Player da an einen Tisch zu holen
und ja, dafür Akzeptanz zu schaffen, dass sowas... Es geht ja nicht nur um den innerstädtischen Bereich. Also wir haben ja auch die Probleme im Kunstrasen zum Beispiel, der, lass mich nicht lügen, zweimal pro Saison ein bisschen lauter werden darf und ansonsten gibt es sofort Beschwerden, was ja den gesamten Konzertstandort Bonn beeinträchtigt. Ja. Schaffen Sie da dann was zu ändern? Wollen Sie daran was ändern? Oder sagen Sie, ja, zweimal im Jahr laut sein, reicht ja wohl auch? Tut mir leid, wenn das jetzt so klang, als hätte sich meine Antwort nur auf den innerstädtischen Bereich bezogen. Ich finde, dass es grundsätzlich ein Thema ist. Lärm ist natürlich auch eine Belastung, das ist auch klar. Ja, Anwohnerinnen und Anwohner sind durch Lärm auch belastet. Aber wie gesagt, also wer in der Stadt lebt, ja, der muss auch Akzeptanz haben für städtisches Leben. Ja, und zu städtischem Leben gehören eben auch dazu, dass Veranstaltungen stattfinden. Ich bin gerade an einer interfraktionellen Initiative im Deutschen Bundestag beteiligt, wo es darum geht, den Lärm von Clubs im Emissionsschutzrecht anders zu bewerten. Das klingt jetzt so ein bisschen technisch, ja, ist aber eine wichtige Sache, weil wir eben auch zunehmend die Problematik haben, dass Clubs schließen müssen aufgrund von Lärmklagen. Und das kann halt auch nicht sein. Und sowas haben wir beispielsweise für Kitas auch gemacht. Ja, der Lärm von Kitas ist privilegiert gegenüber anderen Formen von Lärm. Dafür haben wir auch das Bundesemissionsschutzgesetz geändert, vor 10 Jahren, glaube ich. Und eine ähnliche Regelung oder sagen wir mal so eine analoge Regelung brauchen wir auch für Clubs und andere Veranstaltungen. Es kann auch die Stadt nicht alleine regeln. Ja, also die Ausnahmen schon. Also. Ja, die Ausnahmen schon, ja, aber die grundsätzliche Rechtsgrundlage nicht. Damit sind wir wieder bei der Frage, warum ich von Berlin nach Bonn gekommen bin. Ja, das habe ich verstanden. Um zu beschäftigen. Hattest du noch? Sonst, noch Fragen im Chat. Ja, würde ich gleich nochmal, also eine Frage, die möchte ich noch nachreichen. Es ist ein Licht aufgegangen. Ja. Eine Frage, die noch anhängt aus der Diskussion über die Kompromisse in der Koalition in den letzten 20 Jahren, wie Sie die bewerten, ob das gute Kompromisse waren oder ob es manche Dinge gab, wo Sie sagten, hätten wir eine größere Mehrheit, hätten wir es vielleicht anders umgesetzt. Also es gibt eine Reihe von Punkten, mit denen ich auch nicht zufrieden bin. Ja, also ich sag mal ganz konkret die Frage des Frankenbads. Da habe ich auch innerhalb der Grünen immer eine andere Position eingenommen, mich da aber dann halt nicht durchsetzen können, was halt auch manchmal vorkommt. Dass das Frankenbad seit Jahren eigentlich keine klare Zukunft hat. Und wenn man vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren das in die Hand genommen hätte, das eben zu sanieren oder zumindest mal damit begonnen hätte, das Dach zu sanieren, dann hätte man heute auch nicht so eine ja quasi dramatische Situation auch an diesem Schwimmbad. Und dass das einer der Kompromisse war, weil die CDU diesen Platz ja ganz anders verwenden wollte, würde ich heute sagen, der war sicher nicht optimal. Und die Entwicklung hat ja auch gezeigt, ja, dass wir jetzt ein ganz anderes Bäderkonzept haben, in dem das Frankenbad ja jetzt auch zukünftig eine wichtige Rolle spielen soll. Aber wir haben halt 10 Jahre verloren. Da kann ich gleich mal einhaken, weil das, das ist jetzt ein weiterer Fall von Sanierungsstau, der in Bonn sich aufgestaut hat. Also Bonn hat viele offene Baustellen, wörtlich und auch nicht wörtlich,
es gibt viel, viel Geld auszugeben, aber Bonn ist jetzt auch nicht die reichste Stadt, um das mal vorsichtig zu sagen. Wie wollen Sie das denn schaffen? Bäder sanieren, Beethovenhalle, neue Wohnbauprojekte irgendwie vielleicht auch mal anstoßen, die uns nicht nur Geld kosten, sondern auch mal Geld bringen. Aber wo kommt denn die ganzen Finanzen dafür her? Also ich glaube, dass wir jetzt erstmal angesichts von Corona ganz schlecht solide Aussagen zum Haushalt machen können. Ja, wiewohl jetzt ja sowohl Hilfen vom Land Nordrhein-Westfalen als auch vom Bund kommen, die den städtischen Haushalt deutlich entlasten werden in den nächsten Jahren. Und das ist auch wichtig, weil wir sonst gar nicht handlungsfähig wären angesichts der auf der einen Seite Einnahmeausfälle, die wir durch Corona haben und der zusätzlichen Ausgaben, die wir durch Corona haben. Wir haben aber, wenn ich Corona mal sozusagen vor die Klammer nehme, in den letzten Jahren wirklich einen sehr soliden Konsolidierungsprozess im Haushalt der Stadt Bonn gemacht. Das muss man wirklich sagen. Die letzten 3 Jahre haben wir schon mit einem Plus im Haushalt geplant und das ist dann nochmal deutlich in der Endrechnung höher ausgefallen, als das ursprünglich veranschlagt war. Das heißt, die letzten 3 Jahre hat die Stadt Bonn mehr Geld eingenommen, als sie in dem Jahr ausgegeben hat. Und das war die letzten, weiß nicht, 15 Jahre ja nicht der Fall. Also insofern haben wir das Argument, den bisherigen Oberbürgermeister zu behalten. Naja, der bisherige Oberbürgermeister hat diese Haushalte ja nicht beschlossen, sondern das hat der Stadtrat getan. Vielleicht muss man dann fast sagen, dass das gute Kompromisse der derzeitigen Ratsmehrheit waren, einen Haushalt so aufzustellen. Ja, aber was ich grundsätzlich sehr wichtig finde in der derzeitigen Situation ist, dass wir nicht versuchen sollten, gegen diese Krise, gegen die Corona-Krise anzusparen. Das wäre sicher das Falscheste, was wir jetzt machen können, auf wichtige Zukunftsinvestitionen zu verzichten. Wir haben einfach die letzten Jahre und Jahrzehnte schon zu wenig investiert und deshalb haben wir in weiten Teilen eine marode Bausubstanz. Und deshalb denke ich, brauchen wir für die Bereiche, die Sie auch genannt haben, ja, die Sportplätze, die Sporthallen, ja, auch die Schulen weiterhin, aber auch andere städtische Gebäude, brauchen wir einen Planen, wann soll was gemacht werden. Das kann auch nicht alles gleichzeitig erfolgen. Und ich glaube, dass wir eine Aufstockung von Personal im städtischen Gebäudemanagement brauchen, damit die Stadt das auch personell überhaupt wuppen kann, die ganzen Renovierungen und Sanierungen und auch Neubauten zu aufs Gleis zu setzen, die wir brauchen. Apropos Neubauten, das interessiert mich auch. Wie stehen Sie zu dem R-Turm? Also ich sage erstmal Respekt für jemanden, der so ein Ding auf den Weg bringen will und sich für sowas so engagiert. Ich persönlich finde es sehr unpassend an der Stelle und städtebaulich mehr als suboptimal. Ja, also ich als Bürgerin dieser Stadt werde dem Bürgerbegehren sicher nicht beitreten. Also grundsätzlich Neubau, Bundesviertel, Hochhäuser hochziehen, mehr Wirtschaft nach Bonn bringen, da sind Sie schon offen gegenüber? Naja, jetzt mal so pauschal zu sagen, mehr Hochhäuser hochziehen, ja, da würde ich jetzt kein Häkchen hintermachen, ja, aber dass wir mehr Wohnraum brauchen in der Stadt, halte ich für ausgemacht. Ja, wir sind auch eine wachsende Stadt. Die Frage von bezahlbarem Wohnraum ist die soziale Frage in unserer Stadt geworden in den letzten Jahren. Und dass man da guckt, wo man moderat ja auch in die Höhe bauen kann, das finde ich schon richtig. Wie was kann aber was denn, verbessert werden in Zukunft, dass die Bauprojekte in Bonn nicht so oft teurer und langwieriger werden als sonst? Überraschende Nebeneffekten. Ja. Was geplant?
Ja, also wenn Sie auf Urban Soul und das Nordfeld anspielen, kommt es natürlich darauf an, dass die Oberbürgermeisterin die Bedenken oder auch die Kritik an Verträgen, die aus der eigenen Stadtverwaltung kommt, dann wahrnimmt und ernst nimmt. Man muss nicht selber Spezialist für Vertragsrecht sein, aber man muss den Leuten, die sich in der Stadtverwaltung damit auskennen, dann zuhören und deren Expertise dann auch sozusagen zum Tragen bringen. Und ansonsten denke ich, gerade bei Großprojekten müssen wir viel häufiger auf die Beauftragung von Generalunternehmen beispielsweise setzen, weil ganz offensichtlich das Andocken von so großen Projekten wie beispielsweise der Renovierung der Beethovenhalle in der Stadtverwaltung diese Stadtverwaltung auch überfordert. Sollen wir noch zum Thema Nachhaltigkeit springen, bevor Bitte. unsere Zeit vorbei ist? Okay. Also Sie möchten ja ein Klimainvestitionsprogramm auf den Weg bringen. Und das soll 40 Millionen Euro jährlich umfassen. Und in welche konkreten Projekte soll da das Geld fließen? Also, zum einen ist mir wichtig, dass wir schnell so ein Investitionsprogramm auflegen, weil das zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Wir brauchen dringend konkrete Investitionen in den Klimaschutz. Wir brauchen aber auch eine Unterstützung für das lokale Handwerk, für kleine und mittelständige Unternehmen, denen jetzt angesichts von Corona viele Aufträge wegbrechen. Und das verbinde ich eben in diesem Vorschlag mit dem Investitionsprogramm. 40 Millionen Euro jährlich wird für die Investitionen, die wir für den Klimaschutz in der Stadt brauchen, nicht reichen. Ja, also nicht eingerechnet sind beispielsweise die Gebäudesanierung an den städtischen Schulen. Ja, oder alleine wenn wir unsere ÖPNV-Flotte sozusagen umrüsten auf E-Mobilität, ja, dann werden wir dafür auch nochmal einen dreistelligen Millionenbetrag brauchen. Diese 40 Millionen sollen sich insbesondere auf solche Vorhaben beziehen, die, wie gesagt, dann auch dem lokalen Handwerk oder kleinen und mittelständigen Unternehmen bei uns zugutekommen. Also sowohl Gebäudesanierung, aber auch Solarausbau auf den städtischen, aber auch privaten Dächern. Ich kann mir sehr gut sowas vorstellen wie eine Dachbegrünungs- und Fassadenbegrünungsoffensive in der Stadt, an der sich dann eben auch Bürgerinnen und Bürger beteiligen können mit ihren privaten Gebäuden und der privaten Infrastruktur. Ich finde beispielsweise Photovoltaik immer noch total unterbelichtet in der Stadt. Ich habe jetzt Zahlen gelesen, dass die Stadt Bonn nur 2,3% der Dachflächen nutzt, die eigentlich für Photovoltaik geeignet wären und damit ein absolutes Schlusslicht ist im Vergleich zu anderen nordrhein-westfälischen Kommunen. Und das macht einen, also mich macht das jedenfalls fassungslos. Ja, wenn man den Klimanotstand ausruft, was ja gut und richtig ist, ja, aber dann bei so konkreten und praktisch und eigentlich schnell umsetzbaren Vorhaben so hinten anliegt. Und wie kann man das ändern? Also, was würden Sie konkret machen, um mehr Photovoltaik auf den Dächer zu kriegen, auf die Dächer zu kriegen? Also ich würde bei jeder Dachsanierung das mit einplanen. Ich würde mit jedem privaten Investor, der in Bonn was baut, ja, darüber sprechen und eine Anreizstruktur schaffen, dass da Photovoltaik draufkommt. Also ich Was habe heißt wirklich eine den Eindruck, Anreizstruktur? naja, beispielsweise, dass es sich auch finanziell lohnt. Also sowas könnte ich mir beispielsweise vorstellen, dass auch aus diesem Investitionsprogramm zumindest eine Anschubfinanzierung oder sowas mitzumachen. Aber ich habe wirklich gerade, was Photovoltaik angeht, habe ich den Eindruck, dass super viel in der Stadt gebaut wird und dass von Seiten der Stadt niemand im Blick hat,
dass auf das, was da gebaut wird, auch problemlos eine Anlage drauf gebaut werden könnte. Also jetzt da überhaupt den Grünen mal. Nach, die werden an die Verbotspartei, warum verbieten sie nicht einfach neue Häuser ohne Photovoltaikanlage zu bauen? Das kann eine Stadtverwaltung schlecht verbieten, aber ich finde das keine schlechte Idee. Inhaltlich. Ja, dann würde ich noch gern auf die Gemeinwohlbilanz kommen. Also das finde ich ein total spannendes Thema. Und Sie wollen eine Gemeinwohlbilanz einführen für die Stadt und auch Tochtergesellschaften. Vielleicht können Sie einmal sagen, was da überhaupt rein soll in so eine Bilanz und ob es nicht auch interessant wäre, Anreize zu schaffen, dass andere Unternehmen in Bonn auch eine Gemeinwohlbilanz veröffentlichen, um dann darüber Aufträge zu vergeben. Also die Gemeinwohlbilanz soll ja dazu dienen, halt nicht nur sozusagen die schnöden Geldbeträge auszuweisen, ja, sondern eben auch auszuweisen, was man mit seiner Bilanz für ja das Gemeinwohl tut. Ja, da gibt's ja gute Beispiele von anderen Städten, die sowas machen. Und ich weiß, dass eine ganze Reihe von Institutionen, die auch in Bonn angesiedelt sind, auch beraten, wie so eine Gemeinwohlbilanz aussehen kann. Und ich finde Ihre Anregung total gut, zu überlegen, dass es natürlich eine breitere Bewegung sein könnte, ja, bei uns in der Stadt und da auch Private mit reinzunehmen. Aber da hat man ja als Stadtverwaltung oder als Oberbürgermeisterin auch keine unmittelbare Handhabe, ja. Aber man könnte natürlich eine Initiative starten, auch private Unternehmen als einen Mehrwert, ja, auch für die eigene Social Responsibility Bilanz, ja, sowas mit aufzunehmen. Also das finde ich spannend, dass man könnte, da vielleicht so eine... Ja. Also schon ziemlich gut Anreize setzen, wenn man sagt, öffentliche Aufträge werden eher vergeben an jemanden, der offenlegt, wie gut die Lieferketten aussehen und ja, alles andere. Also das ist eine total spannende, aber auch komplexe Frage. Da habe ich mich tatsächlich in letzter Zeit auch sehr intensiv mit beschäftigt, mit der Frage, welche Möglichkeiten eine Stadt bei Vergabeentscheidungen überhaupt hat. Und die sind tatsächlich weniger limitiert, als man eigentlich denkt. Ja, also schon heute hat die Stadt eine Möglichkeit, beispielsweise bei der Vergabe von Bekleidung für städtische Bedienstete Vorgaben zu machen, dass die beispielsweise ökofair gehandelt sein müssen. Das wird manchmal so dargestellt, als sei das nicht möglich. Ja, wenn man sich die Rechtsgrundlage anguckt, kann man das aber tatsächlich so ausschreiben, dass das rechtskonform ist. Ich finde aber auch, um nochmal so einen bundespolitischen Bezug zu machen, weil wir ja aktuell eine sehr intensive Diskussion haben über ein Lieferkettengesetz. Also ein gutes Lieferkettengesetz würde die Kommunen sehr darin unterstützen, die eigenen Ausschreibungen eben sozial und ökologisch besser nochmal ausgestalten zu können. Also das fände ich sehr hilfreich auch für die Stadt Bonn, wenn es ein solches, und zwar Lieferkettengesetz mit echten Zähnen und keinen zahnlosen Tiger geben würde, mit Blick auf die Beschaffung der Stadt Bonn. Okay. Und da könnte beispielsweise ja die Oberbürgermeisterin über den Deutschen Städtetag ja durchaus was gegenüber der Bundesregierung bewirken. Das wundert mich ein bisschen, warum der Städtetag in dieser Frage Lieferkettengesetz so still sich verhält. Eigentlich müsste es im Interesse der Kommunen sein, zu sagen, wir wollen da ein richtig gutes Gesetz, ja, weil es das uns ermöglicht,
eben auch ökosoziale Ausschreibungen nochmal besser rechtlich abgesichert auf den Weg zu bringen. Vielen Dank. Mit Blick auf die Uhr, ich hätte noch zwei, drei letzte Fragen, bitte ja oder nein. Okay. Wann wird Bonn wieder Hauptstadt? Nein, das ist keine Ja- oder Nein-Frage. Bonn wieder Hauptstadt? Nein. Ministerien bleiben in Bonn? Ja. Bonn gleich Beethoven? Nein. Fusion mit dem Rhein-Sieg-Kreis? Perspektivisch ja. Ich habe keine Fragen mehr. Hast du noch Fragen? Bitte. Ja, und Abschlussfrage. Wohin sich die Stadt Bonn, also die Identität der Stadt, unabhängig von Beethoven, unabhängig von dem Bild als alte Hauptstadt entwickeln soll? Also für mich ganz klar als eine internationale, weltoffene, innovative Stadt. Okay. Ja. Vielen Dank. Ich würde gerne noch viel weiter mit Ihnen diskutieren. Vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben. Vielen Dank, dass Sie so viel uns Informationen gegeben haben, dass Sie auch unserem Publikum Informationen gegeben haben auf Ihre Fragen. Ich bin sicher, wir sind einen Schritt weiter, was unsere Entscheidung bei der Wahl betrifft. Aber vergesst nicht, wir haben noch ein paar Interviews vor uns. Wir werden noch ein paar Kandidaten in den nächsten zwei Wochen interviewen. Guckt auf bundesstadt.com, da stehen die Termine. Und vielleicht sehen wir uns ja in einer neuen Rolle wieder. Wer weiß. Ja, vielen Dank. Und Hauptsache am 13.09. demokratisch wählen gehen. Wenn man nach Weißrussland schaut in diesen Tagen, weiß man, was man hat, wenn man das darf. Das ist ein schönes Schlusswort. Bis dahin. Ciao.